Russisch, Hebräisch, Türkisch. Ich glaube, ich könnte die Liste weiter verlängern. Die Zwillinge Matthew und Michael Jordan sprechen all diese Sprachen. Ja, sie sammeln sie förmlich. Und die beiden behaupten gar, jeder könne innerhalb kürzester Zeit eine Sprache lernen. Wie das gehen soll, das werde ich sie gleich mal fragen. Die beiden vermitteln über ihre Online-Sprachschule Super Polyglot Bros, wie man auch ohne Talent eine andere Sprache lernen kann. Mit 8 Jahren begannen die Zwillinge Matthew und Michael Jordan aus Manchester ihre erste Fremdsprache zu lernen. Griechisch für einen Familienurlaub. Dabei blieb es nicht. See you soon. Hasta pronto. Adiós, te amo. Schlangefeuer. Bis sehr bald. A te breve. Die Brüder sind nicht nur Polyglott, also vielsprachig, sondern super Polyglott. Sie beherrschen rund 25 Sprachen und geben ihre Tipps und Tricks in einer Online-Sprachschule weiter. Tricks wie vor dem Zu-Bett-Gehen lernen, im Schlaf verfestigt sich das Gelernte besser. Oder Tipps wie besser jeden Tag wenige Minuten büffeln statt ausgiebig einmal pro Woche. Beide haben Sprachwissenschaften studiert. Matthew, links im Bild, hat in Leipzig promoviert. Michael machte seinen Master in England. Inzwischen leben beide in Berlin. Die Briten haben sich zum Ziel gesetzt, den Spaß, sich in fremden Sprachen auszudrücken, weiterzugeben. Dabei geht es ihnen nicht nur um die Verständigung in anderen Ländern. Sprache verändere das Denken, sagen die wortgewandten Brüder. Wer Fremdsprachen beherrsche, könne dadurch sogar eine andere Person werden. Ja, das wollen wir doch mal genauer wissen. Herzlich willkommen, die Zwillinge Matthew und Michael. Ja, wir haben es gerade gehört, man kann sogar zu einer anderen Person werden. Ihr wohnt ja jetzt schon eine Weile hier in Deutschland. Wird man dann zu Matthias und Michael? Ja, zum Beispiel. Ja. Oder in Berlin sogar Matze. Hat man dann Probleme, wenn man wieder nach Hause kommt? Manchmal ja, manchmal braucht man vielleicht so 2-3 Sekunden. Ich kann mich auch daran erinnern, nachdem ich dann ja schon 3 Monate hier war und dann war ich wieder in England und dann habe ich ganz spontan wollte ich an der Bar bestellen und dann habe ich das ganz plötzlich auf Deutsch gesagt und dann hat der Kellner mich angeschaut und meint so, what? Und dann so, und dann, aber das macht es umso interessanter, finde ich. Man entdeckt irgendwie eine neue Seite oder in unserem Fall. Und das möchten wir auch anderen zeigen, wie man andere Seiten von sich selbst dann weiterentdecken kann. Wollen wir mal gucken, welche Sprache habt ihr zuletzt gelernt? Das ist eine sehr gute Frage, weil inzwischen haben wir eine kleine Pause gemacht. Eine Pause? Ja. Wieso das denn? Andere müssen dann auch lernen. Also? Und das möchten wir denen auch zeigen. Ja. Also welche war das? Das allerletzte war denn Obersorbisch. Genau. Ja. Obersorbisch und nicht Niedersorbisch, weil es 2 Varianten der sorbischen Sprache gibt. Und warum nur Obersorbisch? Das war auch eine Herausforderung. Leute, und wir mögen es auch sehr gerne, aber es, durch das Ganze, was wir jetzt hier in Deutschland und außerhalb machen, gibt es immer wieder Leute, die uns dann fragen, Jungs, möchtet ihr jetzt eine neue Sprache lernen? Und zwar bieten wir das jetzt an. Und das wurde dann damals angeboten und wir haben sofort Ja gesagt. Vor allem, weil es auch eine Minderheitensprache ist. Genau. Und wir wollten wirklich zeigen, dass auch jede Sprache wichtig ist. Okay, und wie geht das jetzt? Wie kann ich ganz schnell, auch wenn ich kein Talent habe, Sprachen lernen? Ja, dann kommen Sie zuerst zu uns. Genau. <Ganz klar. lacht> Könnt ihr davon leben? Von deinen Einnahmen? Ja, okay, ja. Das ist super. Ja, wir sagen oft, dass unser Hobby so unser Beruf geworden ist. Mhm. Und für uns, was sehr wichtig ist, dass es auf jeden Fall Spaß machen muss und soll. Von daher, wenn sie denn zu uns kommen würde, oder sie können gerne zu uns kommen, aber wir können uns gerne online treffen sozusagen. Wir bieten jeden Tag rund um die Uhr Sprachlernen. Stunden oder man kann so 3, 5, 7 Stunden pro, am Tag lernen, wenn man möchte. Wie mache ich das am besten? Habe ich eine feste Zeit oder wie lerne ich jetzt eine Sprache, wenn ich anfangen will? Das ist Ihnen vollkommen überlassen. Wenn Sie jetzt sagen, ich kann nur um die Uhrzeit lernen, dann richten wir das auch ein. Wichtig ist halt für uns, dass Sie das Gefühl haben, Sie können auch, Sie haben auch die Möglichkeit, jeden Tag zu lernen. Und viele denken, wenn Sie dann hören, jeden Tag, wie kann ich das machen? Ich muss jetzt irgendwie die Kinder in die Schule bringen. Ja. Ich muss noch 8 oder 10 Stunden sogar arbeiten. Danach will ich irgendwie mich entspannen. Aber wir zeigen auch, dass das Sprachenlernen all das sein kann, all das, was man sich so vorstellen kann. Sprachenlernen ist für uns auf gar keinen Fall Grammatikregeln auswendig lernen oder Vokabelpauken. Grammatik, sondern Tennis spielen oder Musik hören. Und dann? Und Musik schreiben und dann irgendwie später für Shakira oder für sonst wen dann. Ja, für die Leute, die sagen, ja, dann wie genieße ich denn meinen Feierabend? Ja, dann kann man so locker Game of Thrones zum Beispiel, so mit der englischen, türkischen, russischen
französischen Untertitel oder umgekehrt. Also aktiv und passiv lernen ganz ist genau, wichtig, ja? Genau. Und ja. Klebezettel überall hinhängen, ist das auch noch eine gute Methode? Ganz wichtig. Und das ist dann, ne, auch Ihnen vollkommen überlassen, wie Sie das machen, ob Sie jetzt irgendwie Vokabeln dafür und ob Sie dann dafür schon anfangen möchten, Sätze zu schreiben. Mhm. Wichtig ist halt wirklich zu entdecken, wie mache ich das für mich, wie ist es, was ist für mich relevant, mhm. wie werde ich damit kreativ. Mhm. Also am besten ist eben halt so eine Abwechslung zwischen Grammatikregeln lernen, aber dann eben auch Musik hören, Nachrichten gucken, Bücher, Kino, ja, genau, all diese ja. Dinge und am besten immer wieder im Tag ein, ja. einsortieren. Ja. Und wie muss ich mir das vorstellen? Ihr sprecht ja nur mehrere Sprachen. Kommt dann morgens, was weiß ich, Türkisch, abends Russisch, alles durcheinander? Nicht durcheinander, aber wir versuchen wirklich jeden Tag, auch wenn es jetzt nur zum Beispiel, da bietet sich Deutsche Welle das hervorragend für uns, weil Deutsche Welle hat ja 30 Sprachen, ja, dann super. Könnten wir ja 5 Minuten am Tag dann mal was auf Portugiesisch hören und dann irgendwie auf sonst was. Und von daher, das ist ja eigentlich ganz perfekt für uns. Aber da gibt es auch andere Sachen, die wir dann in der Sprache wirklich jeden Tag machen können. Wir können auch joggen gehen und dann irgendwie nebenbei auch die Sprache üben oder irgendwie uns anhören, Nachrichten lesen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie es ja eigentlich Sprachen noch auf dieser Welt gibt. Mhm. Ich meine, Männer darf man eigentlich nicht nach dem Alter fragen. Ich nehme an, so Mitte 30. Gibt es ein besonderes Alter, wo man besonders gut eine Sprache noch lernt? Oder sagt man, okay, über 50 ist zu spät? Nein, also ob wann 2, 12, 82 egal. Ist, egal. Ist auch immer gut fürs Gedächtnistraining. Auf jeden Fall. Seid ihr verheiratet, wenn ich das fragen darf? Oder sind die Frauen mittlerweile ausgezogen? Nein, wir sind nicht verheiratet. Das hat seinen Grund. Genau. Ihr lebt doch noch zusammen, ne? Wir leben zusammen, genau, ja. Wie viel Sprachen waren das nochmal? 12 fließend und 25 insgesamt? Wir sind ja auch da ein bisschen, wir sind Perfektionisten, von daher sind wir da ein bisschen vorsichtig. Vielleicht ist auch der Engländer, die Engländer, die Iren in uns, die dann sagen, wir möchten nicht damit angehen. Mhm. Wir haben bis jetzt über 25 Sprachen gelernt, sind immer auf der Suche nach weiteren Sprachen. Natürlich müssen wir dann auch arbeiten. Wir unterrichten sehr, sehr gerne und das beansprucht dann, also ne, wir haben dann natürlich, machen das auch jeden Tag. Und, aber unser Ziel ist dann, das wird leider nicht vorkommen, es sei denn, die Wissenschaft entdeckt eine Methode. Wir könnten gerne mit denen zusammenarbeiten, um herauszufinden, ob wir bis vielleicht 700 werden. Und dann könnten wir vielleicht alle 7000 Sprachen, die es noch gibt, dann lernen. Aber Und wie ist das jetzt nochmal mit der, wenn man zu einer anderen Person wird durch die Sprache? Wie äußert sich das jetzt bei euch? Das ist eine sehr gute Frage, weil für uns, das bemerken wir fast jeden Tag. Auf Englisch würde ich sagen, dass ich indirekter bin, auf Deutsch direkter. Ich weiß genau, was ich will und ich betone das auch. Auf Spanisch, Italienisch, so die romanischen Sprachen, so mehr emotionell. Und ja, das sagst du auch mit Hebräischen auch. Ja. Also man verändert sich irgendwie, auch wenn es nur ein kleines bisschen. Und ich stelle auch fest, das sieht man auch nicht nur jetzt anhand der Aussprache oder der Mimik, der Gestik, sondern auch, wie man die Welt sieht. Man sieht die Welt ein kleines bisschen anders. Man sieht dann Zusammenhänge vielleicht, die in einer Sprache vorhanden sind und in einer anderen Sprache dann eben nicht vorhanden sind. Ihr werdet ja perfekt für bestimmte Berufsgruppen, wenn man so viele Sprachen spricht. Lernt einer von euch beiden schneller eine Sprache als der andere? Das fragen viele. Wir betonen immer, dass wir das immer gemeinsam, also fast immer gemeinsam machen. Das Schöne ist auch, wenn ich das Gefühl habe, ich bin vielleicht ein bisschen schneller, dann zeige ich das auch ganz kurz und dann sagt Michael, hey, warte mal, unfair und dann und umgekehrt. Ne? Das Schöne daran ist, wir jederzeit einander pushen also, können. Von daher, wenn ich weiß... Pusht ihr euch? Ja. Einfach so wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit machen oder... so, komm jetzt. Aufstehen. Aber ich habe jetzt keine Lust auf Türkisch. Ich lerne jetzt Russisch oder wie geht das dann? Dann fange ich an auf Türkisch zu singen und dann sagt er, okay, stopp, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich stehe jetzt auf und mache das jetzt. Okay. Wie viele Sprachen gibt es insgesamt? Ich glaube 1000, oder? 7000. Wenn man jetzt, ne, in der Sprachwissenschaft sind wir da ein bisschen vorsichtig und es gibt ja 7000 Sprachen und Varietäten von Sprachen. Aber da bleiben noch ein paar übrig, die dann noch lernen können. Richtig, ne? Ganz viel. Sogar. Okay, wir kommen in der Sendung zu einem Format. Es gibt immer 3 Geständnisse. Da gibt es eine Frage und da müsstet ihr jetzt antworten.
Gibt es eine Sprache, die ihr nicht lernen wollt? Welche Sprache würdet ihr nicht lernen wollen, aus welchen Gründen auch immer? Ich persönlich möchte alle Sprachen der Welt lernen. Und es gibt, alle Sprachen sind toll. Ja. Jede Sprache hat was ganz anderes, was Einzigartiges. Und das macht es dann umso interessanter. Mhm. Okay, gab es mal eine peinliche Situation, also wo zum Beispiel durch eine falsche Aussprache, Bedeutung oder durch auch eine Unkenntnis irgendwas passiert ist? Als wir kleiner waren, hatten wir gedacht, ist eigentlich cool, so Griechisch zu lernen und Spanisch zu lernen. Dann schreiben wir unsere Lieder. Und die waren sehr peinlich. Wieso? Also die waren grammatikalisch, also komplett falsch zuerst. Und ich glaube, keiner so hätte uns ehrlich gesagt verstanden. Mhm. Aber daraus haben wir auch gelernt. Und wir sagen, es ist auch sehr wichtig, dass wenn man jetzt eine Sprache lernt, man sollte wirklich keine Angst haben. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass man dabei Fehler macht. Mhm. Wir betonen jeden Tag, macht Fehler, also das ist wirklich nicht schlimm. Man hat ja meistens auch vor allen Dingen vor den eigenen Landsleuten dann die Peinlichkeit, ne? Man denkt, ich spreche das nicht so gut. Okay, dritte Frage. Wenn ihr Sprachen lernt, lernt ihr dann auch Schimpfwörter? Sprachen lernen bedeutet quasi alles zu lernen. und außerdem gibt es natürlich Fälle, wenn man jetzt sich eine Serie anschaut und dann hört man ein Wort und denkt, was ist das denn? Was bedeutet das? Habe ich jetzt noch nicht im Buch. Genau, dann entdeckt man das und aha. Mhm. Und da ist England und Iren, also die Frage ist, was ist denn? Also manche Sprachen also haben dann Schimpfwörter und auf Englisch sind das also entweder zu hart oder für anderen dann zu, also quasi nicht hart genug. Ja, genau. Gibt es ein besonders schönes Wort, was vielleicht melodisch ist oder was besonders schön ist? Super, also ganz viele. Ich mag zum Beispiel das Wort Saudade auf Was Portugiesisch. Heißt das? Das ist das ist eigentlich ein sehr trauriges Wort. Ah. Das ist irgendwie dieses Sehnsucht nach etwas, wohlwissend, dass man das wahrscheinlich nie wieder haben wird. Sehnsucht nach etwas, dass man das nie wieder haben wird. Aber ihr habt ganz viel Sehnsucht und ihr habt natürlich ganz viel Sprachtalent. Wir wünschen viel, viel Erfolg weiterhin beim Sprachenlernen. Und natürlich auch für eure Schüler alle, dass die auch alle schön hübsch Sprachen lernen. Und vielen, vielen Dank für die Hinweise, für die Informationen, wie man das kann. Und wie gesagt, per online seid ihr ja zu erreichen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Michael Wulder, vielen Dank. Ja, und das war's auch schon wieder. Das war der Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, vorm zu Bett gehen, vielleicht auch noch die eine oder andere Sprache lernen, das bildet und verbindet. Tschüss.